Hey Leute und willkommen zu einem neuen Pokémon Showdown Match. Ja, heute spielen wir gegen Lucario LP im Overused hier. Lucario LP kennen ja bestimmt einige von euch auch aus der zweiten GPL Season Liga, zweite GPL Liga. Könnt ihr mal bei ihm vorbeischauen. Ich denke, ich werde seinen Kanal unten in der Videobeschreibung verlinken. Man ist halt ebenfalls Poketuber, aber ich denke, einige von euch werden ihn sowieso schon kennen. Nun ja, Freunde, ich würde mal sagen, wir schauen uns sein Team an. Wir sehen da Schlappohr, Latios, Pixie, Heatran, Rotom und Demeteros. Das ist extrem widerlich, dieses Team. Dieses Team ist extrem widerlich. Wow. Ich habe bis jetzt keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Ja. Womit wird er lieben? Schlappohr oder Rotom? Vielleicht auch Lando. Ja, ich habe immer so meine Probleme mit Rotom Wasch mit diesem Team. Für den Fall, dass er mit Rotom Wash leadet, würde ich sagen, ich fange einfach mal mit meiner Warp Zone an, weil ich Choice Specs bin und dann schon mal einen Donnerblitz rausballern kann. Und er fängt tatsächlich mit dem Teil an. Ja, das kommt davon. Es ist unfassbar, Freunde, aber ich bin unglaublich schlecht im Leads predicten. Das kriege ich nie hin. Nie. Okay, Mega entwickel dich und geh auf Fake Out, dann bekommst du schon mal ein bisschen Rocky Helmet Damage. Das finde ich hervorragend. So, ich gehe jetzt, ich könnte jetzt auf Foul Play gehen, das würde massiven Schaden machen. Auch wenn es resisted ist, denke ich. Möchte ich das tun? Eigentlich nicht. Aber ich werde es trotzdem tun. Macht Sinn. Ach ja, ihr schreibt mal jemand in den Chat, ich glaube bei Lucario LP ist alles mindestens S-Rank. Ja, ich spiele ja gegen Viability LP. Ganz vergessen. So, was hole ich jetzt in Pixie rein? Hat mein Heatran... Nein, mein Heatran hat keine Flash kennen. Okay, das ist schlecht. Ich könnte in Gengar gehen und eine Sludge Wave raushauen. Die würde aber nicht reichen und deswegen gehe ich jetzt erstmal in Heatran, um meine Tarnsteine rauszuholen. Und er macht den Double Switch in das Ding. Okay. Aber du kannst mir auch nicht so viel... Ich weiß nicht, was du jetzt prediktet hast, deswegen gehe ich einfach mal auf Tarnsteine. What? Earthquake? Ist das common auf Latios? Earthquake, wow. 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 Oh. Das hat mich jetzt ein bisschen, hart erwischt, muss ich sagen. So, los Ryuk. Und... Psy-Shock! Boah. Ich habe so gehofft, dass du gechoiced bist. Bin ich behindert. Es trägt ein Dive-Orb und ich habe es nicht gesehen. Es trägt einen Live-Orb und ich habe es nicht gesehen. Wow. Wow, wow, wow. Ja gut, gehe ich jetzt in Play Bunny. Und ich werde jetzt den Switch-Out predikten. Obwohl, nee, brauche ich gar nicht. Ich gehe einfach auf Knock-Off. Washington, verliere dein Item. Geh einfach weg. Oh. Das ist gerade ärgerlich. Scheiße, ey. Das ist gerade echt nicht gut. Das Problem ist, ich kann jetzt nichts in diesen Will-O-Wisp reinwerfen. Will ich Heatran jetzt opfern? Eigentlich ungern. Ich würde Heatran lieber nochmal als Free Switch benutzen. Aber ich darf mein Playbein noch nicht verbrennen. Deswegen gehe ich jetzt mal in mein Magnetzone, falls er auf Will-O-Wisp oder Volt Switch geht.
Und er geht auf den Vote Switch. Okay. Okay. Boah, das ist so... Dieses Match, ne? Es ist, geht überall schief, wo es so schief gehen kann. Ist schon nicht gut. Das ist so ein Tryhard-Team, Mann. Oh. Aber ich komme dagegen gerade nicht so richtig an. Ich glaube, das wird nicht gut enden. So, da bist du jetzt. Möchte ich das predikten? Eigentlich nicht. Was möchte ich jetzt tun? Weinen. Ja, schon. Ein bisschen. Aber das Ding ist, ich brauche Mandibuzz nur für Schlappohr. Deswegen ist das jetzt egal. Geh auf High Jump Kick. Ist okay. Kriegst Rocky L mit Damage. Wenn du jetzt... Na, du kannst eigentlich keinen Bruce predikten. Deswegen... Bruce ich mich jetzt einfach. Weil ich bin eh langsamer. Also wird das nichts bringen, wenn du das jetzt predikten würdest mit dem High Jump Kick oder so. Hallöchen, Pixie. So. Jetzt gehe ich in meine Warp Zone. Ich habe kein gutes Gefühl bei diesem Kampf. Gar kein gutes Gefühl. Woran das liegen mag? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Pixie jetzt vorhat. Aber mit Sicherheit nichts, was mir gefallen wird. So viel ist klar. Schauen wir mal, was bist du für ein Set? Okay, du gehst direkt auf Moonblast. Kein Spezangriffsdrop, danke. So, da er aber mit Sicherheit keine Flash-Cannon abfangen will, gehe ich jetzt auf Vote Switch. Ich kann ihn... Ja, sehr gut, er wechselt raus in sein Heatran und hier kommt der Vote Switch. Hervorragend, endlich funktioniert mal hier ein Zug. Aber in was möchte ich da jetzt gehen? Möchte ich in mein Play Bunny gehen? Ich würde mich noch nicht set up, solange das Rotom da ist. Anhand seines Teams würde ich auch sagen, dass das defensiv ist, das Heatran. Das heißt auch Krakauer. Interessant. Ich gehe in Toad. Ich gehe in Toad, weil ich nichts zu verlieren habe. Ich glaube, Freunde, ich hätte den Akku nochmal mehr aufladen sollen vor diesem Kampf. Ich overpredikte jetzt auch nicht, ich gehe einfach auf Mark Punch. Meinetwegen kann es jetzt in Landau gehen. Aber dann gehe ich in meinen Mandibuzz. Und er bleibt drin. Mit Mark Punch kann ich es rausnehmen. Hervorragend. Heatran ist weg. Es steht 5 zu 5. Aber das Match sieht noch nicht besonders gut für uns aus. Aber es ist ein sehr spannendes Match. Das muss man definitiv sagen. Aber ich fürchte, dass mein Akku nicht reichen wird. Wenn, dann müsste ich zwischendurch einmal kurz einen Cut machen. Das wäre zwar nicht cool, aber das kann passieren. 10 Minuten, 12 Minuten hält er noch. Ob mir das auch reicht. So, da ist Latios. Latios ist für mich der Top Threat. Tja. Aber theoretisch könnte er, vielleicht geht jetzt auch auf Defog. Ich habe den Sash. Ich habe sowieso den Sash. Ich könnte Kapilz aber noch so gut für Rotom gebrauchen. Gerade jetzt, wo Heatran weg ist. Nee, ich wechsle raus. Ich gehe jetzt mein eigenes Heatran Death fordern. Wenn er jetzt auf Defog geht, soll er es machen. Dann wäre das ein richtig guter Zug. Und er geht auf Defog. Warum bin ich nicht auf Rock Tomb gegangen? Ich wusste es doch eigentlich. Naja, nehme ich jetzt raus mit dem Earthquake, das ist vollkommen in Ordnung. So, kriegst ein bisschen Life Orb Recoil. Und ich kann in mein Play Bunny gehen. Also ein bisschen doof, dass die Tarnsteine weg sind, aber die haben immerhin schon mal ein bisschen Damage gemacht.
So, er kann eigentlich nichts jetzt so besonders gut in einen Playrough werfen. Und darum gehe ich jetzt auch direkt mal auf einen. Ich werde mich noch nicht boosten. Der geht in Rotom. Wie viel Schaden macht das? Es reicht nicht ganz. Schade. Äußerst ärgerlich. Aber ich werde jetzt nochmal in Warp Zone gehen. Mein Ziel ist es jetzt, dass ich nachher nochmal irgendwas davon kann. Mit der Kugelsaat. Ich muss mit Rotom irgendwie das. Mit Kapilz irgendwie das Rotom treffen. Das Rotom ist. Oder beziehungsweise. Jetzt könnte ich noch einen Belly Drum raushauen. Ich glaube, jetzt wird ein Aqua Jet reichen, dann nach einer Belly Drum und das Ding zu killen. Es wird jetzt sehr spannend, Freunde. So, da ist jetzt Blue Jet. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er jetzt hier Risky spielt und das overpredicted. Weswegen ich jetzt einfach auf Flash Cannon gehe. Vielleicht overpredicted er jetzt. Aber eigentlich wird es sich nicht lohnen. Okay. Mein Magnetzone ist weg. Das ist an sich ungünstig. Aber, Freunde. Jetzt habe ich die Chance, in meinen Playbunny zu gehen. Ich sollte ein Earthquake gut tanken. Dracomito kann ich machen. Psyshock sollte ich auch noch überleben. Aber nee, ich kriege keinen Belly Drum mehr raus. Ich gehe einfach direkt auf Knockoff. Das war jetzt vielleicht nicht so die gute Idee, aber er switcht raus in seine Win Condition. Okay. Das ist tatsächlich ein Switch, der mich überrascht. Ich gehe jetzt auf Belly Drum. Das wäre jetzt krass. Ich frage mich gerade nur, warum er das getan hat. Was hast du für einen Move drauf? Moonblast. Kann ich mitleben. Gut, Playrough. Plus 4 Azumarill Playrough. Zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst, Azumarill. Okay, seine Win Condition ist raus. Die Musik passt gerade sehr. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob Azumarill den Spieß nochmal umdrehen kann, Freunde. Das wäre jetzt richtig, richtig krass. Looney Tune. Hat Fake Out. Fuck. Fuck. Ich werde aber einen Fake Out überleben. Deswegen gehe ich jetzt einfach auf Aqua Jet. Okay. Und es ist egal, was er wechselt. Aqua Jet wird killen. Irgendwas wird jetzt drauf gehen. Auf Wiedersehen, Rotom. Burps. Hervorragend. Ja, wobei ich glaube, es wäre vielleicht doch besser gewesen, da raus zu switchen. So. Ich könnte jetzt den Angriff von ihm predikten, aber da ich Azumarill auf jeden Fall noch brauche wegen der Prio, switche ich trotzdem raus in Mandibuzz. Das Ding ist, Mandibuzz... Ja, wobei ich könnte es auch noch für Lando gebrauchen. Aber schau mal, bleibt safe, geht auf Fake Out. Ich bin so froh, rausgeswitcht zu sein. Und jetzt kann ich auf Foul Play gehen. Jetzt kann ich auf Foul Play gehen. Alles sollte ein bisschen Schaden bekommen. Puh. Das Match ist richtig tough. Das Match ist richtig tough. Aber ist krass. Und ich habe noch den Fokus gut auf meinem Kapilz. Das gefällt mir. Das könnten wir noch gewinnen. Das könnten wir noch gewinnen, Freunde. Okay, er switcht raus in sein Landorus. So. Wow, macht Foul Play viel Schaden. Holy crap. Ach du Scheiße. Ich gehe wieder auf Foul Play. Geht auf Stone Edge, ich tank das und auf Wiedersehen, Lando. Holy Macaroni. Das ist heftig. Das ist echt heftig. So, Hallöchen. Low Honey, ich gehe jetzt auf Roost. Was wirst du tun? Hast du den Ice Beam im Set? Und noch viel wichtiger, wird der reichen? Wird der reichen? Das ist die Frage. Das Match ist richtig krass. 3-2. Ich glaube, wir können es aber noch gewinnen.
Huh. Oh Leute, das Match ist sau spannend. Was wir da tun? Ich rede gerade nicht so viel. Zum einen, weil meine Stimme noch ein bisschen belastet ist und zum anderen, weil es einfach gerade echt intens ist. Ich bin gespannt. Luca, mach deinen Zug. Durchdenk ihn ruhig, lass dir Zeit. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Was könnte jetzt alles passieren? Wenn er Ice hat, werde ich... Okay, nochmal, er geht auf Fake Out. Ach, er hat es jetzt erst reingeholt. Ah, okay. Das habe ich voll vergessen. Ja gut, dann kann er mich jetzt sowieso mit einem High Jump Kick rausnehmen. Aber er bekommt noch Rocky Helmet Damage. Und diesen Rocky Helmet Damage werde ich mir zunutze machen. So, High Jump Kick trifft, gut. Manny Bass hat getan, was es sollte. Okay. Okay. Was kann ich tun? Latios hat noch 48% HP. Gehe ich erst in Kapilz? Oder gehe ich zuerst in Azumarill? Du wirst noch einmal ein Fake-Out rausballern. Warte, wenn ich jetzt in Kapilz gehe und auf Tempo-Eep gehe. Moment. Mein Akku neigt sich gerade dem Ende zu, Freunde. 3 Minuten noch. Tempo-Eep auf Kapilz. Ja. Würde Latios wahrscheinlich two-hitten? Ich weiß gar nicht, was mehr Power hat. Freunde, ich werde einen ganz kurzen Cut machen, um eben den Akku wechseln. Nicht, dass mir gleich die Kamera ausgeht, also bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Und, oh, ich muss jetzt, ich gehe jetzt mal kurz alles durch, warte. Also wenn ich jetzt mit Kapilz angreife, mit einem Tempo-Heap, und Latios nicht getubeltet wird, kann ich in mein Azumarill gehen, dann kann ich nochmal Tempo-Heap. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Ich gehe jetzt in Kapilz und gehe auf Tempo-Heap, weil ich, dann behalte ich meinen Sash. Ich denke, das ist die... Ich glaube, so kann ich es noch gewinnen. Okay. Okay. Kapilz macht jetzt Tempo-Heap. Kann es nochmal rausswitchen in Latios. Selbst wenn es dann kein Two-Hit wird, mit den weiteren 10% Life-Orb-Damage sollte das ein Two-Hit werden. Das ist gerade echt intens. Und er bleibt drin. Das ist, ja okay. Dann ist das jetzt GG. Er lässt sein Schlappohr drauf gehen. Dann ist das jetzt GG. Rock Tomb. Und dann kann ich nochmal Mark Punch hinterher. Und mein Sash aktiviert sich. Ich überlebe mit 1%. 1%. Und kann das Latios rausnehmen. Das war ein krasses Match. Wow. Das war richtig cool, Freunde. Das war heftig. Das war wirklich mal eine lange Zeit wieder ein richtig gutes Showdown-Match. Also GG an Lucario LP. War ein starkes Match. Ich dachte wirklich am Anfang, scheiße, ich komme nicht durch dieses Team durch. Als du dann noch den Switch auf meinen Gengar mit deinem Latios predicted hast, da dachte ich mir, fuck, Alter, das wird gar nicht gut. Und ich muss sagen, das war ein super Match. Das war richtig cool. Ja, Freunde, das war's für heute. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschalten würdet. Wenn ihr auch gegen mich kämpfen möchtet, Freunde, dann folgt mir auf meiner Twitter-Page. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Da poste ich es immer, wenn ich Kämpfe aufnehme. Und ja, ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen und an Lucario LP für dieses grandiose Match. Macht's gut, Freunde. Ciao.